Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Heute haben wir wieder ein ganz feines Produkt. Oh, so was richtig Feines. Das hier. Capri Sun. Capri Sun? Cola Mix. Heißt das nicht Capri Sonne? Genau, eigentlich ja Capri Sonne. Wir nennen doch einfach auch jetzt ja. Capri Sonne. Ja. Heute geht es allerdings nicht darum, wie die schmeckt. Weil, also ich zumindest ich weiß, wie die schmeckt. Aber du kannst ja gerne dann mal kosten. Ich koste mal. Du musst mal ins Bild halten, wie das überhaupt funktioniert. Also irgendwie wie so klassisch wie früher, aber bin da noch nie der Held drin gewesen. Also mal gucken, Operation. Ja! Also man puzzelt den Strohhalm da so rein und dann kann man lutschen und saugen. Mm. Wir saugen jetzt nicht, aber... Und wie schmeckt's? Schmeckt's nach Cola? Ich schmecke nur Zucker. Ein bisschen Zitrone. Aber richtig Cola? Weiß ich nicht. Es ist koffeinfreie Limonade, erstaunlicherweise auch. Mit Cola und Zitronengeschmack ohne Kohlensäure. Mit Quellwasser, Zucker, Säurungsmittel, mit Zitronensäure. Mit Quellwasser? Ja, mit Quellwasser. Also nicht irgendwelches Wasser. Aus welcher Quelle kommt's denn? Quellwasser, ne? Das verrät uns Frau Capri-Sonne nicht. Deutsche Sisi-Werke. Betriebs GmbH aus Heidelberg übrigens. Sisi-Werke. Sisi-Werke. Kostet ja so ein 10er-Pack 2,99 €. Das ist jetzt auch nicht billig, würde ich mal sagen. Also ich glaube, die verdienen da mächtig was dran, weil glaube, so ein hochwertiger Saft ist das nicht. Nee. Die Frage ist auch... Also schmeckt jedenfalls nicht nach Cola. Das schmeckt ein Hubba Bubba mehr nach Cola. Ich finde schon, dass die schmeckt wie Beach-Eis. Ja, stimmt. So ein Calippo. Calippo hieß es da früher. Na, bei Schöller heißt es Beach oder Langnese, ich weiß es nicht. So, man sticht das hier so rein. So. Ich sag mal sehr so, wässrig, sehr gestreckt, das Ganze. Ich sag mal so, also wenn es richtig kalt ist und es ist jetzt leider nicht mehr, schmeckt es besser. Jetzt schmeckt es tatsächlich einfach nur süß. Süß und wässrig. Also irgendwie Cola geht da irgendwie flöten, der Cola-Geschmack. Ja, also ich kann nur den wirklichen heißen Tipp geben, wenn ihr Capri Sonne kauft, legt die in den Kühlschrank, lasst die da ein paar Tage liegen und dann ganz frisch. So, jetzt ist aber die Frage, wie sieht das Zeug eigentlich aus? Weil ich meine, es ist ja Cola-Mix. Ja, theoretisch müsste ja ein bisschen bräunlich sein. So, jetzt. So. Das sieht ein wenig komisch aus, wenn man das so macht. Oh, guck mal hier. Und das tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, ich habe jetzt hier, man kann es hier sagen, ich habe hier einen kleinen Whisky. Jetzt bin ich echt überrascht. Ich dachte, es also, sieht nicht so aus. Also, Mach mal das Licht da hinten an, das war das nochmal ein bisschen... Ich bewege mich kurz rückwärts und Achtung. Naja. Nein, sieht man doch nicht so viel. Aber es ist auf jeden Fall braun, sieht so ein bisschen aus wie sehr dunkler Urin. Also ich würde eher mal, sieht aus wie ein Whisky. Oder wie Whisky, ist aber keiner. Prost. Prost. Mmh. Ein schönen Finger weg vom Alkohol. Boah. Also. Wie gesagt, das ist gebräuntes Wasser mit Zucker versetzt. Stimmt. Also wirklich kalt schmeckt es. Schmeckt einigermaßen erträglich, aber so schmeckt es. Also. Also hat sich Capri-Sonne keinen Gefallen dran. Sollen sie auf ihre Kerngeschmacksrichtung konzentrieren, wie Orange, Multivitamin und das warten, aber nicht so viel Experiment. Aber es gibt, das gibt es auch schon ewig. Ist jetzt kein neues Produkt. Wie gesagt, ich habe es noch nie getrunken. Wir sind, wenn Capri-Sonne, dann klassisch. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend, Tag. Oder was ist denn meine Capri-Sonne? Mmh. Mmh.